Hallo und willkommen zurück bei Yakuza Zero. Ich wollte schon Persona sagen. Tja, was ihr nicht wisst, das wisst ihr halt nicht. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit ein bisschen Geld gemacht, wie ihr sehen könnt, und ein bisschen die Liste hier abgearbeitet. So. Und zwar haben wir ein bisschen Mahjong noch gespielt. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Geld bekommen gehabt. Genau. Hatte Baccarat, Blackjack und Poker abgeschlossen. Und Roulette muss ich halt noch gewinnen. Da muss ich noch richtig Geld reinpressen. Und ansonsten habe ich nichts gemacht. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Mahjong gespielt. Da muss ich aber auch noch... Wo ist denn das? Wo ist Mahjong? Da. 16% habe ich erst. Muss ich halt an die richtig hohen Einsätze gehen und dann wird das auch was. So, aber jetzt fahren wir erstmal fort mit unserer Hubthandlung. Der Hubhunde. Da kommen die uns ganz gelegen. Müssen wir uns gleich erstmal ins Training. Aua. Warum kann ich mein Heat nicht benutzen? So. Mann! Komm her. Ja, ist ja gut jetzt. So, wegtreten jetzt mal hier ein paar Leutchen. Und wir haben unsere 20 Millionen. Nicht 20.000. Ich gebe die auch wahrscheinlich gleich aus. Ich wollte nur kurz zu einem Restaurant. Ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt hier unten nicht reinkommen. Okay, das scheinen die zu streiten oder sowas. Auf jeden Fall dürfen wir da nicht hin. Wahrscheinlich, weil wir da später eh hin müssen. Da ist eine Pizzeria. Können wir gerade aber nichts essen gehen. Und hier sind noch mal ein paar Yakuza-Geschäftsleute oder was? Die haben lustige Anzüge. So. Bitteschön. Zum Mitnehmen. Alter Schalter. Okay. Bitteschön. Hat er denn nicht eine Brille an? Oder hat er sie während des Kampfes verloren? Wahrscheinlich hat er sie während des Kampfes verloren. So, ist das ein Restaurant hier? Ich glaube ja. Das müsste ein Restaurant sein. Wir gehen nochmal kurz was essen. Wir setzen uns da hin. Klar darfst du das. Wir haben auch keinen so großen Hunger. Wir essen ein Topayaki Fugetsu Special Tonpeyaki Features Pork and Egg Patiently Grilled on a Steel Griddle. Griddle. Wahrscheinlich so eine Art Grill. Yes, essen wir. Oh, lecker. Oh mein. Ach ja, es ist immer schön, wenn Essen zelebriert wird hier. So. No problemo, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. So. Dann wollte ich eigentlich hier hin. Na. Und Takoyaki kaufen, weil das ist quasi mein... Nee, ist es nicht. Ich dachte, es wäre jetzt mein Sushi-Ersatz. Komm, ich nehme trotzdem zwei. Zum Heilen, falls wir im Kampf mal es brauchen. So, dann steigere ich jetzt mal kurz meine Fähigkeit. Die eine. Wo ich dachte, ah verdammt, das brauchen wir. Booste. Ja, genau.
Ach, 50.000. Ah, na super. Warum dachte ich, dass ich nur 20.000 dafür brauche? Hm, the heat gauge will rise when you adjust your hold on an enemy. Okay, damit können wir dann auch mehr Boost kriegen. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Dann Sons of Blade Steel. Pull out a dagger or knife concealed on an enemy and attack them with it. Von wo weiß ich denn, ob die... Hä? Blade Steel. Können wir auf jeden Fall Klingen klauen, das gar nicht mal so schlecht ist. Ich hole mir das trotzdem einfach. Genau, ich mag es ja eh nicht, mit Geld so rumzulaufen in den Taschen. Jetzt können wir wenigstens auch Leute entwaffnen. So, und jetzt lassen wir uns mal gut gehen. Haben wir überhaupt noch Geld? Ja, 5 Millionen, natürlich haben wir noch. Mal gucken, was da drin ist. Yay, oh Gott, das Ding brauchen wir definitiv nicht. Oh oh, das ist ein anderer Shakedown-Typ. Der hat 5 Millionen. Ich muss gerade gucken, was wir hier drin haben. Equipment. Genau, Schrotflinte, die hat quasi ausgedient. 80, 105. Ja, dann nehmen wir mal die. Okay, wir trauen uns, gegen den nächsten Typen anzukämpfen. Mr. Shakedown. Oi. Hey, you. Hm? My name's Oi. Oh, okay. So, what you want? Oi-san. I don't like your tone or your face. The hell's your problem, asshole? What? What's with the sudden aggression, buddy? Take a step back and chill pill. Or you are the one getting hurt. You are threatening me? You will pay for this. And I mean it, literally. Fork over your wallet or else. Just what we need in this town, another shakedown, shitlord. What? You think you are tough or something? Let's see how you like getting beaten up to a pulp. Fine, I will show you what big mistake you made picking a fight with me. Okay, wir müssen... Alter, das ist voll unfair gewesen. Ah, aua, aua, aua. Oh Gott. Boah, das war knapp. Essen wir mal was. Okay, das macht uns doch fitter, als ich dachte. Boah. Oh, verdammt. Okay, wir brauchen eine andere Waffe. Oh Gott. Nein, ah. Aua, 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 aua. Wir brauchen wieder eine andere Waffe. Ich nehme mal das. Was? You don't have the required ability. Was? Was kann ich denn dann nehmen? Ein Messer immerhin. The blade of this knife contains a bit of chili pepper that delivers a burning sensation to those it stabs. Okay. Oh Gott, ey, das war voll. Das ist voll blöd, weil ich hier in so einer komischen. Keine Ahnung. Festhänge. Komm.
Komm. Scheint kein Problem damit zu haben. Alter, das wollte ich nicht. Au, 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 au. Das war ein bisschen unfair, aber ich wollte eigentlich, ja, hier. Ich komme ja gar nicht zu den verdammten Fahrrädern. Kann ich gar nicht nehmen. Vielleicht sollte ich doch wieder was equippen. Okay, vorsichtig. Komm schon. Was? Och, Manu. Ah, der hat zu wenig Leben verloren. Das war knapp. Schade, 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 Schokolade. For the love of... He's stupid strong. Ah, you got checked down. Ist egal. Ja. So you go doing with it, none of your business now and earn some of your more cash. I will be back. Give me my bandit back, you son of a bitch. Das ist ja nicht so gut gelaufen hier. Damn it. Mein skill and come back. Ja. Ich fand die Stelle auch echt scheiße. Weil die ganzen Waffen, die ich nehmen konnte, die waren alle auf der anderen Seite. Das fand ich nicht so schön. Kann ich das reparieren? Jetzt eigentlich, wenn ich sage, ja, hier. Yes. Sehr gut. Haben wir das repariert? Ich würde mich gerne mit jemandem nochmal prügeln. Weil ich brauche ein bisschen Kohle. Gibt's hier irgendwen? Somebody? Anybody? Kommt schon, Leute. Lasst mich hier nicht so alleine stehen. Schulmädchen, irgendwer. Da, hier. Meyers. Boingsi. Sag mal tschüss. Done. Okay. Sehr schön. Da sehen wir seine schönen Zähne. So, der ist sorry, sollte auch sein. Oh, falsche Richtung, sorry. So ein bisschen Kohle haben wir. Aus dem Weg. Ich hab Termine. Alter! Alter, was ist denn das bitte schön? Manchmal.
fahr Fahrrad. Ist gesünder. So. Uiuiui. Da ist unser Leben ganz schön weit runtergegangen, aber okay. Dann gehe ich gleich mal hier wieder essen. Hat ja super geschmeckt, deswegen gehen wir nochmal rein. Ja, das mit Mr. Shakedown, da müssen wir halt echt aufpassen. Vor allem dann gegen Ende, weil der macht dann so überkrasse Moves. Und ich habe manchmal das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen bockig. Keine Ahnung, das braucht manchmal. Sondern jetzt nehmen wir das teuerste auf der Karte. Fugetsuyaki Modan. This savory Japanese pancake topped with noodles is a Tsuruhashi Fugetsu original. Essen wir. Damit wir auch schön satt werden. Dann gehe ich und kaufe mal noch ein paar Topanyaki sind das nicht. Wie heißen die denn nochmal? Yaki heißt übrigens gebraten. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt gehabt, glaube ich. Eigentlich wollte ich mich hier vergnügen gehen und ich habe nur Probleme. So. Ja. Gib mal Tokanyaki. Sind das? Wie viel nehme ich denn davon? 6. Ja. Das sollte gut sein. Das ist für meine, falls ich da nochmal kämpfe. Jetzt gehen wir aber wieder. War da einer in. Ah, nee, das war eine Frau. Ich dachte, da wäre gerade so ein Novarichi-Typ wieder unterwegs. Entschuldigung. So, ich sehe jetzt hier niemanden, deswegen. Wir gehen mal weiter. Mancing Voice. You think this is a joke, pal? Hm? What the guy's on about? Sounded pretty pissed. The fight going on down there? Wir haben eh ein bisschen Wut im Bauch. Vielleicht können wir die ein bisschen lostreten quasi. Mit unseren Füßen. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Koch. What kind of ass clown goes on a raid with a big honking sword like this, you moron? Don't you get any daggers or guns? You know, normal weapons. You can see into the appeal of a Chinese broadsword. This is why I was hesitant to sell to you. You're making this about me? Awful cocky for a 2-bit black market front. All points a business is giving your clients what they want. Entschuldigung. Sounds like an arms deal. This ain't something I wanna get involved with. I deal only with clients I respect. If you would prove that you were worthy of my weapons, undergo my test. Test? The hell on you on about now? You and I will spare. Defeat me and you pass. I'm getting real tired of your high and mighty talk. Ich glaube, das habe ich wieder die Stimme verwechselt. Fine, you want a fight? I will take you. See how you like your precious can opener when I'm using it on you. Indeed, that's the point. This is the test of your proficiency with a weapon. Ha! I ain't gonna feel sorry when you lose an arm or if I straight up end you. You dumb fuck! I hope you're prepared. Wow! Der geht ja mächtig ab. Bamo! So ein Waffenkampfstil. Holy shit! Ja, gar nicht am Übertreiben hier. Haben wir was gelernt? Neuen Kampfstil. Auch gut. Weil jeder hat hier drei Kampfstile. Ich hasse das, wenn ich auf irgendwas drücke. Dead out those moves with that stick. That's no martial arts I've ever seen. But he's got the other dude's sword looking like a damn chopstick. So, ich muss mal kurz was gucken, oder? Okay, es nimmt noch auf, weil ich habe gerade aus Versehen auf die Maus getreten. Bin auf die Maus getreten. Ja. You fail.
Yeah, well, what you expect, giving me a shit sword like this? That staff you got's a way better weapon. This is merely a piece of lumber. The sword you hold, on the other hand, is a masterwork. I painstakingly crafted. What? But apparently you were unfit to wield it. I would ask that you do not return to my shop again. The hell with you, with your damn shop. I hope it burns with you in it. Rumor said you were the dealer to beat, so I went to the bother of tracking you down, and for what? You fraud. Scheinbar ein Betrüger? Nee. So wird gesagt. Nee. Shit, I've just been staring. I don't want to get dragged into somebody else's dirty dealing. I'm out of here. Lalalalalala. Hey! Sagt er gleich. Oder er steht. Oh. Der steht wieder hier. Uns. Oh, Komeki. Ah, Majima. Curious meeting you here. Oh, it's you. Don't spook me like that. Spook me like that, Gramps. I was merely wandering about in search of a place where the two of us could spare uninterrupted. That's so. Well, the riverside's occupied at the moment. A real nasty customer at that. His name is Fai Hu, a local arms dealer. Quite a master himself, too, so long as a weapon rests within his hands. Hmm? What? You know that guy? Sayo. I knew his father for ages, back when we walked this earth. Checking in on him was half of my reason coming to the Southern Boat. Hmm. As long as we all are here, why don't I introduce you? Hey, I don't ask you for any favors. Oh, don't be so stubborn. This will be good for the both of you. How do you figure? Besides, the time to sneak off has long passed. It seems Fai Hu has been aware of your presence from the start. Apologize, Komiki-san, but I do not trust this man. He has an air of danger about him. Now, don't you being stubborn on me too. Delay no longer and put him to the test. I can tell you already, this young man will most certainly pass. Say what? Why the hell do I gotta take a test? I got no business with this guy's shop. Come, Majima. I saw the look on your face as you bore witness to their fight. A look of inspiration. And now your silence speaks volumes of truth. That curiosity of yours is one of the keenest tools in our armor. Yeah. Nothing fancy enough to call inspiration, just a few dumb thoughts rattling around. Yes, but what if they were enough to match Fai Hu's skill? They would be less dumb, stray through and more akin to a full-blown revelation. Whether you give that revelation life or snuff it out is your choice. Care to at least give it a try? Listen, I've had a long ass day and I'm tired as a dog. Let's make this quick. I assume you have no objections, Fai Hu? If you recommend him so strongly, very well. It is settled then. Now, what will it be? The man is an arms dealer. He can procure for your most anything you might want. Nah, I'm good with that beat up old bat over there. Hmm? A baseball bat? Ja, jetzt lernen wir wahrscheinlich einen neuen Style. Den, weiß gar nicht, wie er heißt. Oh, der Hund schläft. Oh, this should be quite an entertaining match. Steady now, begin! A switch to Slugger Style, Slugger. You can switch the Slugger Style by pressing blah on the direction button. Try changing to the Slugger Style. Guard using your bat.
try mastering the strong defense potential that a bat offers. When you guard using a weapon, you are less likely to be staggered by an attack. Use a bat to protect yourself against Feihu's vicious assaults. So. Use Locust Style to defeat Fei and pass the test. Okay, das ging ganz schnell. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber okay, gut, schön. Haben wir einen neuen Style gelernt. Baseball Bat.